Nach den Blumen ist jetzt der Rasen dran. Doch vor der Pflege schickt mich René erstmal eine Runde Rasenmähen. Ich finde, ich habe eigentlich sehr schön gemäht und trotzdem, René, ich würde sagen, der Rasen hier hat noch Luft nach oben. Es muss an dir liegen. Ja, nein. Also wenn man das hier sieht, hier sieht man die Artenvielfalt. Ist auch gut, ist sogar keine Frage. Aber was man hier zum Beispiel auch sieht, ist halt Moos drin. Ja. Ja, und es gibt so ein Gerät, das stecke ich hier in den Boden rein und das misst mir nämlich den pH-Wert und zeigt mir an, ob der Boden sauer ist oder nicht und ob ich Kalk streuen muss oder nicht. Und zuerst, man denkt halt, wenn man viel Moos hat, muss man Kalk streuen, aber dieses Gerät zeigt mir an, dass der pH-Wert viel zu hoch ist. Das, was wir machen müssen, das ist das, was du dort hast. Ja. Das heißt, wir müssen den Rasen düngen und wir müssen ihn auflockern, wir müssen ihn durchhaken und das machen wir jetzt. Und das ist, was ist hier drin? Es ist alles drin, was der Rasen braucht. Er braucht Nachsaat, er braucht Dünger. Das ist das, was da drin ist. Mehr brauchen wir jetzt nicht. So, aber jetzt muss ich arbeiten wieder. Genau, nee, jetzt mache ich mal was. Was machst du? Ich hole jetzt die Hake hier. Ja. Ich mache ihn locker. Genau. Und hole hier, man sieht ja so abgestorbenes Pflanzenmaterial, nehme ich hier raus. Und du musst dafür sorgen, dass diese Lücken gleich wieder mit Saat geschlossen werden und der Dünger, der ernährt den Rasen. Und wie oft macht man das? Also so ein Rasen muss 6 Monate mit Nährstoffen versorgt sein. Das ist ganz wichtig. Zu Beginn der Saison ernähren. Der hat Hunger, ja. Der braucht Nährstoffe. Und wenn ich dann 2-mal gemäht habe, dann nehme ich mir einen Vertikutierer und vertikutiere alles durch. Aber erstmal wirklich hier Nährstoffe, mehr nichts. Und auskämmen. Das darf ich halt machen. Gut.